bei Peter auch mal. Klack. Ja, Peter. Gut. Du hallo, willst Christian. Mich was fragen. Ja, Mensch. Hallo Christian, schön, dass wir uns heute hier in Berlin bei Recom Art treffen und zu einem Interview für das BFF Mastertape. Warum gerade hier und was erwartet uns? Ja, was erwartet uns? Also ich würde erst mal sagen, warum wir hier sind. Ich arbeite ja, wie du weißt, schon seit jeher mit den besten Labors und Printern zusammen und bin mit Recom seit 13 Jahren, also das heißt mit Thomas Saalfrank, quasi verheiratet. Und die Chemie stimmt einfach zwischen uns. Und ja. Wir sind heute hier, weil wir einen Print machen wollen, eine analoge Großvergrößerung. Wie groß? Ja, 2 Meter groß. Wow. Ja, das werden wir nachher sehen. Und aus der Serie Macareo. Und ich muss sagen, ich finde es ganz toll, dass wir das bei Recom machen dürfen, weil Recom Art, wir sind ja bei Recom Art, nicht bei Recom. Und Recom Art wird ja national und international sehr geschätzt von Künstlern, Sammlungen, Museen und so weiter. Und für mich ist es auch eine Ehre, heute hier zu sein und hier drehen zu dürfen. Wie kommst du oder wie bist du zur Fotografie gekommen? Also zur Fotografie, ja, da muss ich ganz früh anfangen. Als ein im Krieg geborenes Kind, auf dem Land lebend, kein Spielzeug, keine Bilderbücher, da war ich einfach nur glücklich, in meinen eigenen Fantasiewelten leben zu können. Und alles, was ich sah und was ich erlebt habe, habe ich fotografisch im Kopf behalten, um es später dann auf Wunsch abzurufen. Und das ist auch heute noch so, dass ich also alle meine Dinge, die ich so sehe, alle Erfahrungen und visuellen Eindrücke auch noch im Kopf speichere. Und deshalb habe ich selten eine Kamera bei mir. Häufig haben Fotografen eine Kamera dabei, um alles festzuhalten, was um sie herum passiert. Das tue ich eigentlich nicht. Die persönlichen Dinge, die ich sehe und erlebe, die sind für mich gedacht und die behalte ich für mich. Dann gab es ein doch großes Zusammentreffen, also ein Impuls für mich. Denn mit 11 Jahren habe ich dann mit einer Kodak Box, da gibt es etliche Fotografen, die das auch so ähnlich haben. Schon Mittelformat oder Kleinbild? Nein, Mittelformat. Kodak Box, das ist so diese schwarze Box, durch die du oben reinguckst. Und genau, so hoffst, dass du einigermaßen das, was du da knapp sehen kannst, noch im Bild hast. Und mit dieser Kodak Box hatte ich die Möglichkeit, also mein Umfeld auf Film festzuhalten. Aber wie du weißt, meine Fantasiewelt muss natürlich möglichst sichtbar werden im Bild. Und darum erzähle ich auch in meinen Fotografien gerne Geschichten. Dann gab es noch einen Auslöser zur Fotografie und das waren meine frühen Begegnungen mit Charlotte March, Reinhard Wolf und F.C. Gundlach. Und alle drei waren Bekannte meiner Familie und so konnten wir uns treffen und die haben mich kennengelernt. Und March und Gundlach hatten mich dann als 18-, 19-Jährigen einige Male in Fotos eingeplant. Mhm. Und ich muss sagen, zu der Zeit war für mich die boheme Atmosphäre im Bunker. Damals war das Studio von F.C. Gundlach bereits im Bunker. Und diese boheme Atmosphäre war für mich sehr stimulierend und aufregend. Und ich habe dann Geld verdient. Von meinen ersten Gagen habe ich mir eine Rolle Akkord gekauft und danach dann auf eine Leica gespart. Und da kann man eigentlich sagen, das war sozusagen mein erster Schritt zum Fotografen. Okay, und hast du eine Ausbildung gemacht? Bist du bei einem Fotografen in die Lehre gegangen? Warst du an einer Hochschule? Wie kann man sich das vorstellen? Ja, also man kann eigentlich, muss ich sagen, dass ich ein Learning by Doing, ich bin ein Autodidakt. Okay. Es gab zwar so Anläufe, Hochschulanläufe. Also ich war ja in Mosambik fast 2 Jahre und da kann ich sagen, nach diesen fast 2 Jahren fotografische Abenteuer in Mosambik, 62, 63, habe ich dann versucht, 64, 65 in der London Polytechnic School of Photography and Cinematography ein Studium anzugehen. Und die Vorlesungen waren sehr trocken und theoretisch und Praxismöglichkeiten waren sehr begrenzt. Und deshalb habe ich nach einem Semester aufgehört. Und was eigentlich ganz toll ist, London war damals das Swinging London. Und dann bin ich natürlich noch etwas länger dort geblieben und habe mich an eigenen Projekten geübt, wenn du so willst. Und dann Ende 65 zog ich dann nach München und habe bei dem Modefotografen Ali Khan eine einjährige Assistenz begonnen.
Ist aber ein Fotograf? Das war ein Fotograf in München. Es war ein hervorragender Fotograf. Wenn ich heute mit FC Gundlach über ihn spreche, ist Gundlach todunglücklich, dass er von ihm keine Aufnahmen hat, weil Gundlach sagt, er wäre einer der Besten überhaupt gewesen. Gibt es überhaupt nichts von ihm? Oder? Nein, es gibt nichts. Er hat zum Teil seine Bilder verbrannt. Er war ein sehr exzentrischer Mensch. Sehr schwierig in der Zusammenarbeit, aber war sehr interessant. Ich habe sehr viel bei ihm gelernt. Und bei ihm habe ich Technik gelernt und Professionalität, das Know-how eines Fotografen. Ja, dann bin ich nach Hamburg gegangen, habe dort ein bisschen eine freie Assistenz gehabt bei einigen Leuten, bei Reinhard Wolf um die Ecke mit Klaus Zimmermann und so weiter. Schon meine ersten Veröffentlichungen für Journale. Ich bin hingegangen zu den Leuten. Ja, da wollte ich dich gerade fragen. Sicherlich gab es ja auch für dich mal irgendwann die erste richtig große Veröffentlichung, auf die man dann ja auch stolz ist. Und ja, oh ja, die gab es. Das war 1965 und zwar, du musst dir vorstellen, ein Foto, ganzseitiges Foto in der französischen Burg 1965. Das ist natürlich toll. Ich hatte das Glück, dass ich gefragt wurde, ein Porträt der Familie Wagner auf Sylt zu machen. Und habe mir dann von dem Klaus Zimmermann, weil ich hatte da also keine entsprechende Technik, habe ich mir dann Blitz und Kamera ausgeliehen, in Hasselblatt war das damals, und bin nach Sylt gefahren und habe dieses Foto gemacht. Und wie gesagt, das war eine ganze Seite im Heft und ich war natürlich sehr stolz. Zum Thema Fotografie würde ich dich gerne fragen, was ist da deine Passion? Das kann man eigentlich ganz kurz beantworten. Für die Fotografie musst du leben. Und du musst sie absolut bedingungslos lieben und immer alles für sie geben. Und was ganz wichtig ist, du musst unbedingt deinen eigenen Ideen folgen. Und kopieren ist absolut out. Und noch etwas anderes, es gibt Fotografen, das habe ich im Laufe meiner Arbeit erfahren. Es gibt Fotografen, die dann so nebenbei sagen, ach weißt du, das hat für die gereicht. Und ich finde, das ist unglaublich, so etwas zu sagen. Ich finde, erstens ist es egal, ob es für die reicht, es darf für dich nie reichen. Mhm. Und du willst ein Bild machen und du musst dahinter stehen. Ja, natürlich, klar. Und das sind so Sachen, also kopieren und für den reicht das oder so, das ist also unmöglich. In den Jahren meiner Assistenz bei dir, das glaube ich war von 92 bis 94, hat mich ja immer eins fasziniert, und zwar war es dein Bauchgefühl, mit dem du an die Sachen rangegangen bist, an deine Aufträge. Kannst du das vielleicht ein wenig erklären oder ein bisschen? Kann ich ein bisschen erklären. Also mein Bauchgefühl hat mir damals gesagt, dass ich dich als Assistenten nehme. Danke, es war eine wunderbare Zeit. Weil wir wunderbar zusammengearbeitet haben. Okay. Aber wie du weißt, also mein Bauchgefühl hat ja mit Emotionen zu tun. Aber natürlich nicht nur Emotionen, auch mit unterbewusst vorhandenen Erfahrungen, die du irgendwann gemacht hast. Und es ist eigentlich mein Gespür für richtig und falsch. Und ich folge auch heute noch meinem Bauchgefühl. Und meinen Verstand brauche ich dann eher für Arbeitsabläufe, Organisationen und so weiter. Ja. Was macht für dich auch heute einen professionellen Fotografen aus? Das ist sehr kurz auch zu beantworten. Also er muss die Technik komplett beherrschen, um seine Ideen brillant auszuführen. Und aber dann, finde ich, sollte er auch lernen, sein fertiges Bild mit den Augen anderer Betrachter zu sehen. Das heißt, also sein Bild auch immer etwas in Frage zu stellen. So. Also es ist nie fertig oder es dauert lange, bis es fertig ist? Nein, das dauert eigentlich nicht lange. Das ist ja sehr kurz. Aber wenn ich ein Foto mache, dann überlege ich mir, wie würdest du das sehen? Nicht, wie würdest du es machen, aber wie kommt es bei dir an? Verstehst du es? Ist es ein verständliches Bild, wenn es eins sein soll, was verständlich sein soll, oder wie auch immer. Also ich muss es auch verstehen können. Ja, es ist nicht introvertiert, dass ich nur das Bild für mich mache. Ich habe auch immer im Bewusstsein, dass ich ein Foto auch für andere mache. Ich liebe es ja, wenn ich ein Foto mache und es zeigen kann. Ist ja selbstverständlich. Ich frage jetzt mal nicht nach Vorbildern, aber ich könnte mir trotzdem vorstellen, dass du sicherlich den einen oder anderen Lieblingsfotografen oder Fotokünstlerin hast und... Ja, also jetzt ist in Berlin gerade die Ausstellung von Irving Penne und Sie sagen, der Jahrhundertfotograf. Ich finde, das ist untertrieben, weil mein großes Vorbild ist immer Irving Penne gewesen. Nicht, dass ich ihn kopiere, aber einfach, dass ich seiner Souveränität, wie er mit Dingen, seinen Aufgaben umgeht, auch folge, versuche zu folgen. Im sparsamen Licht, nur eine Lichtquelle und so weiter, also das Reduzierte.
in dieser Technik hat mich fasziniert. Und für mich ist er einfach der großartigste Fotograf. Und er hat, ja, sieht man heute, es sind zeitlos wunderbare Bilder, die er gemacht hat. Natürlich interessiere ich mich auch für Fotografen, die aus der Jetztzeit. Genau. Und im Augenblick ist es die Licht- und Schattenwelt der Künstlerin Vivian Sassen. Und schon seit längerem die düstere Welt des Andreas Mühe, die mich interessieren. Das waren die beiden Ausstellungen in der Deichtorhalle. Die waren in Deichtorhallen, aber ich habe vorher, da kannte ich beide schon. Und ich fand es natürlich sehr interessant, dass beide Lieblingsfotografen in den Deichtorhallen ausgestellt sind. Deshalb bin ich auch sogar mal hingegangen und habe mir das alles noch wieder angesehen. Fotografie und Wertschätzung, sicherlich ein Thema, was gerade in der heutigen Zeit zu sehr großen Diskussionen führt. Und ja, da hätte ich gerne mal jetzt was. Ja. Da habe ich einiges dazu zu sagen. Also Wertschätzung in erster Linie denke ich jetzt an mich. Ich muss sagen, dass mich mit einigen meiner Auftraggeber heute noch ein sehr herzliches Verhältnis verbindet. Einer davon ist der Heiner Sefranek, das ist der Chef von Mustang Jeans. Und der sagte zum Beispiel in einer Laudatio über mich und natürlich auch über Helga, er hätte vor und nach unserer Zusammenarbeit nie so ergebnisoffen gearbeitet wie mit uns. Und ich finde, das ist Wertschätzung. Mhm. Das heißt, wir haben sehr verantwortungsvolle Dinge gemacht und haben absoluten Freiraum gehabt. Heute nicht mehr vorstellbar. Ja, das musst du sagen. Ich arbeite ja heute nicht mehr. Ich kenne es nicht so. Ich mache ja meine eigenen. Ja. Ich bin der eigene, ich bin Auftraggeber und Macher in einer Person sozusagen, nicht? Aber ich könnte noch viele andere nationale oder internationale Auftraggeber nennen, die in diesem Rahmen auch so ähnlich fungieren. Und dann muss ich sagen, etwas ganz Besonderes ist die Wertschätzung von Fotografen untereinander. Und ich weiß nicht, ob es es heute noch gibt, aber es war früher so, dass wir, zum Beispiel Reinhard Wolf und ich, wir haben uns immer gegenseitig angerufen, wenn einer von uns vom anderen ein schönes Foto irgendwo sah. Ob das nun von Reinhard Wolf eine tolle Tafel war mit Menschen in schöner Wohnen, sag ich mal, oder ich hatte im Stern eine Seite. Und da haben wir uns gegenseitig gelobt. Und das ging dann so, bei mir klingelt das Telefon, ich nehme ab, Reinhard Wolf ist dran. Hallo Christian. Er war immer sehr sparsam. Ja. Hallo Christian, schönes Foto hast du da gemacht. Wie hast du das gemacht? Fand ich immer ganz rührend. Ganz süß, ne? Er hatte immer so, es war ein bisschen Schalk, wie hast du das gemacht? Ja, und dann gibt es die Wertschätzung zum Beispiel, ja, ich will mich nicht immer auf Gunther berufen, aber FC legt Wert auf bestimmte Fotos von mir für seine Sammlung und wir tauschen Fotografien und das ist auch eine Wertschätzung meiner Arbeit, wenn jemand sich dafür so interessiert. Aber im Allgemeinen würde ich sagen, dass im Bereich der Fotografie hat der Respekt vor dem guten Bild abgenommen. Das ist meine Empfindung, wenn ich so sehe, was passiert, auch jetzt in meinem vorherigen Feld, was ich beackert habe, was du und was ihr heute ja noch tut. Und ich finde, da wird ein Foto heute nur oberflächlich bewertet. Und das liegt natürlich nicht nur an der mittlerweile großen Anzahl von Fotografen, oder ja, sondern auch an der Masse von Fotogeräten für jedermann. Das heißt, die Technik der Geräte ist heute so gut, dass fast jeder, in Anführungsstrichen, ein gutes Foto machen könnte. Jeder kann nun auch endlos belanglose Bilder produzieren, kann sie in Facebook, Instagram oder so posten. Und wenn er viele Likes hat, ist er ganz toll, was natürlich nicht so ist. Ja, genau. Ja, richtig. Und dann werden auch viele Fotos selbst von professionellen Fotografen nicht mehr selbst final bearbeitet, sondern von den Agenturen und Redaktionen, was ich für ein Manko halte. Ich finde es sehr wichtig, dass ein Fotograf bis zum Schluss voll eingebunden ist in diesen Prozess der Entstehung eines Bilds. Was dann, also er sollte bis zur Veröffentlichung eigentlich auch dabei natürlich sein. Natürlich, ja. Und dann finde ich etwas, da machen sich wenige vielleicht Gedanken darüber. Es gibt ja diese Hochschulen und die bilden viel zu viele Fotografen aus.
Gibt es so viele Hochschulen oder? Ja, oder es gibt ja mittlerweile also überall auch Privatschulen. Also meinst du auch die privaten Fotoschulen? Ja, und es gibt viel zu viele Fotografen, die ausgebildet werden. Und wir haben mit einem Professor schon vor Jahren eine Hochrechnung mal angestellt und der weiß genau, wie viele Leute so in Deutschland im Jahr abgehen. Und der hat gesagt, wenn er mal sagt, es sind 1000 Leute, die abgehen, dann schaffen es nur 3. Und dann frage ich mich, wovon sollen die vielen Absolventen später leben? Also man kann es eigentlich fast sagen, das gab ja so eine Geschichte, nicht aus jedem Taxifahrer wird ein Andreas Gurs gehen. Nicht? Und ich muss sagen, nicht ohne Grund habe ich deshalb auch angebotene Professuren abgelehnt. Ich habe ja das Glück, wirklich viele Fotos von dir zu kennen. Und deshalb möchte ich mal fragen, gibt es das Foto in deinem Werk, auf das du besonders stolz bist, das du besonders liebst? Nein. Das gibt es nicht. Ich finde, für mich hat jedes meiner Bilder seine ganz eigene Berechtigung. Ob es mir heute noch gefällt oder nicht, spielt überhaupt gar keine Rolle dazu. Und vielleicht, ja, es gibt Bilder, die haben eine Bedeutung, aber in einer anderen Form. Das sind sozusagen die sogenannten Schlüsselbilder, nenne ich sie mal. Und da habe ich zum Beispiel das Selbstporträt von Maria, was ich mit Maria am 1969, glaube ich, ja, mit vom Meer angespülten Elektromüll am Weststrand der Insel Sylt gemacht habe. Und es ist ein Hinweis auf meine spätere Serie Meeresfrüchte von Helga. Von wann war das? Wann haben wir die gemacht? 2003, ja. Meeresfrüchte 2003 haben wir begonnen, in Griechenland an den Küsten Müll zu sammeln und ihn so klar und wunderbar mit Großformat zu fotografieren, als wäre es eine frische neue Dose Cola betaut. Aber es war Dreck, war Müll, war Abfall und hatte eine eigene Ästhetik einerseits, aber eine Ästhetik des Grauens, wie man das heute so schön sagen würde, ja. Ein gutes Foto. Was macht für dich ein gutes Foto aus? Ah, ein gutes Foto. Das ist eigentlich auch ganz einfach. Ein gutes Foto, ich kann nicht sagen, ob das gut ist, weil ein Foto ist subjektiv. Wenn du ein Foto machst und das ist, hat für dich eine ganz große Bedeutung, muss es nicht unbedingt Bedeutung für mich haben. Aber wenn es richtig gemacht ist, muss es in wenigen Sekunden ankommen. So. Ja. Ja? Aber natürlich hängt das auch vom Betrachtungszeitpunkt ab. Also was ich zum Beispiel vor 30 Jahren nicht mochte, finde ich vielleicht heute meinst gut. Du heute? Oder umgekehrt. Mhm. Nein? Das, was ich heute mache, finde ich in 30 Jahren nicht gut, aber dann bin ich 105. So. Und das zeigt sich aber in diesem Beispiel zum Beispiel an meinen Porträts von dem Dichter Hubert Fichte, die ich in Frankreich 1960 als 18-Jähriger fotografiert habe und die dann 2005 in den Deichtorhallen waren. Lange Zeit dazwischen. Lange Zeit dazwischen. Und das Gleiche trifft auch zu auf meine Afrika-Fotos von 1962-63, die ich in einem Überseekoffer schon vergessen hatte, bis Helga mich dazu verdammt hat, den Koffer aufzumachen und das mal aufzuarbeiten, habe ich dann getan. Und dann waren das plötzlich eine Ausstellung auf der Fotokina 1993, 30 Jahre später. Aber die hattest du, glaube ich, sogar auch hier in Berlin gezeigt, oder? In Berlin habe ich sie im... Ja, du hast recht. Oder? Ja, natürlich. Die habe ich auch in Berlin gezeigt, genau. Ja. Wir machen ja jetzt gerade das BFF Mastertape und da stellt sich trotzdem die Frage, oder ich wollte mal fragen, wie ist denn dein Verhältnis zum BFF überhaupt, weil du ja auch mittlerweile Ehrenmitglied bist? Tja, also die Berufung in die Hall of Fame des BFF ist natürlich für mich eine besondere Auszeichnung, nicht? Aber ich, du kennst mich ja. Also Vereine und Parteien und was auch immer sind für mich also ein rotes Tuch und sind mir immer sehr suspekt gewesen. Das erklärt auch mein häufiges Ein- und Austreten beim BFF. Aber, jetzt kommt das Aber, wenn man diesen irrationalen Auftragsmarkt betrachtet, und zwar mit all den Werbeagenturen und Verlagen, die ja selbst heute ums Überleben kämpfen müssen, und die Tatsache betrachtet, dass Fotografen heute wie ein alter Satz Reifen ausgetauscht werden, dann finde ich, ist eine Institution wie der BFF für alle Fotodesigner ein starkes, respektables Haus. Das wollte ich mal gesagt haben. Das hören wir natürlich gerne. Nein, weil das ist so, es ist so. Ja. Und ich finde es toll, dass ich wieder drin bin. Gibt es bei deiner Arbeit auch so etwas wie Gewissen?
Ja, auf jeden Fall. Also in allen Bereichen habe ich immer versucht zu hinterfragen, ist das, was ich fotografiere, ist das in Ordnung oder ist es nicht in Ordnung? Weil ich habe natürlich auch, dadurch, dass ich sehr viel Einfluss in meine Fotografien nehmen konnte, habe ich auch eine Verantwortung. Und nicht nur die Werbeagentur, die der Verlag hatte, die Verantwortung, ich habe sie auch im Bild. Denn ein Bild ist auch erzieherisch irgendwie ja, wichtig. Muss es nicht, aber es ist dann häufig. Und also mein ganz besonderer Respekt gilt den Lebewesen, die wir zum Beispiel essen. Und den fordere ich übrigens auch von den Betrachtern dann ein, nicht? Das heißt? Ja, das heißt, dass ich zum Beispiel den unberührten Fisch oder das Huhn auf dem Teller lieber zeige als das Ikebana, als dieses sogenannte dekorierte Stück Fleisch auf dem Teller. Also das tote Tier, wo viele Leute oft Probleme haben, wo ja. Man aber sagt, so, sie müssen es verstehen. Genau. Ich zeige, ja, ich möchte, dass der Betrachter immer daran erinnert wird, dass es ein lebendiges Wesen war, was er jetzt isst. Dass er einen Respekt hat für das, was er isst. Es geht jetzt nicht nur um das, es geht auch um ein Gemüse oder um irgendetwas. Man muss wissen, bewusst wissen, man ernährt sich von anderen Kreaturen. So, ja. Und das apokalyptische Menü ist ja eigentlich ein guter Beleg dafür. Gut, wenn du ein Gewissen hast, darf ich dich natürlich auch fragen, heißt, du musstest auch, wenn es dir nicht passt, einen Job ablehnen? Ja, ich habe Jobs abgelehnt, natürlich. Es gab, ich galt zu einer gewissen Zeit, oder eigentlich die ganze Zeit galt ich bei vielen Agenturen als sehr schwieriger Mensch. Ich war nicht schwierig, ich hatte nur eine Meinung und habe versucht, dafür gerade zu stehen. Und da gab es Leute, die sagten, der ist sehr schwierig, der ist sehr teuer, aber der ist sehr gut. Also ist doch toll, oder? Größeres Kompliment gibt es nicht. Ja. Wie ist das Leben in einer Schublade, wenn man sagt? Nee. So? Also Schublade, diese Frage habe ich mir nie gestellt, weil das waren eher Artbauer, die mich in Schubladen drängen. Genau, deshalb frage ich. Sie mich besser verwalten konnten, sodass sie also sagen, das ist der Fotograf für das und das und das. Also für mich einfach von Anfang an unvorstellbar gewesen, einseitig nur Stills, Mode, Promis, Autos oder zu fotografieren, weißt du? Dann wärst du ein Alleskönner. Ja, deshalb war ich der Alleskönner. Das haben sie ja mir dann auch abfällig, so haben sie mich ja manchmal abfällig auch genannt, nicht? Also Albensleben der Alleskönner. Nein, also ich habe mich mit allem, was ich sehe und fühle, auseinandergesetzt. Und ich muss sagen, spannend ist ja immer die mögliche Vielfalt der Aufgaben. Und deshalb wurde mir Fotografie auch nie langweilig. In deiner, wie lang ist deine Karriere jetzt? 40, 50 Jahre? Ja, also mein gibt Studio habe ich 68 gemacht, das musst du rechnen. Ich habe vorher natürlich schon 1960 Fichte und 63 Afrika zwischendurch das ein oder andere Mal so und habe. Aber ich möchte von dir den ganz besonderen Moment in deiner Laufbahn. Ja, den ganz besonderen. Es gibt viele besondere Momente. Den einen. Das Leben ist voller besonderer Momente, aber es gibt einen natürlich, mit dem ich natürlich, das klingt fast vermessen, das, was ich jetzt sage, aber das ist einfach ganz ehrlich. Du darfst heute vermessen respektvoll sein. Ja. Zum Beispiel Grace Mirabella, das ist die Vorgängerin von Anna Wintour, Chefredakteurin der amerikanischen Vogue von die 70er und 80er Jahre. Und die bat mich 1984 bei einem Besuch in meinem Studio in Hamburg, nicht in Hamburg, in Parkfeld-Stegen, Schleswig-Holstein, auf dem Land hatte ich mein Studio, wie du weißt. Ja. Sie bat mich, die Zelte in Deutschland abzubrechen, um für die amerikanische Vogue in New York zu arbeiten. Und ich habe mir das sehr genau überlegt und ich habe das Angebot abgelehnt. Und zwar ganz einfach, weil ich mit meinem Leben als Mensch und Fotograf hier absolut zufrieden war und immer noch natürlich bin. Ja. Und wenn Helga gesagt hätte, ich möchte das mit dir machen, hättet ihr es vielleicht dann gemacht? Ich folge immer dem Rat von Helga, dann wäre ich jetzt in New York, dann würden wir hier nicht sitzen. Ja, das könnte hätten wir uns nie kennengelernt. Aber Helga fand das genau richtig okay. Und hat so empfunden wie ich. Ich glaube, du hast auch alles richtig gemacht. Ja, genau. Unterscheidest du eigentlich zwischen deinen freien Arbeiten und denen der Auftragsfotografie? Nein. Also ob ich oder ein anderer mir eine Aufgabe stellt oder in diesem Fall gestellt hat früher, das ist absolut unwichtig. Also das persönliche Ergebnis ist wichtig. Und die Zusammenarbeit und Auseinandersetzung im Übrigen mit einem Artdirektor und Designer,
bedeutet ja für mich nicht das Aufgeben eigener Ideen und Positionen. Nicht? Und ich finde übrigens den Dialog auch spannend, solange mein Bauch ja sagt. Ja. aber alle, das muss ich jetzt mal sagen, alle meine redaktionellen Arbeiten von Anfang an über Jahrzehnte sind ausschließlich, wie man so sagt, auf eigenen Mist gewachsen. Sind nicht Fremde, die mir etwas vorgegeben haben. War das freie? Absolut. Ich bekam eine Aufgabe, fotografiere den Teller, fotografiere den Menschen, mach dies und das, aber mach es so, wie du willst. Und so habe ich es auch gemacht. Kann man sich heute nicht mehr vorstellen. Nee, kann man sich nicht mehr vorstellen. Einzig meine Frau Helga, meine süße Helga, ist Ideengeberin, Stylistin und auch meine Rückkontrolle. Und sie ist sozusagen mein, ja, wie gesagt, mein drittes Auge. Ja. Deine Popularität als Auftragsfotograf ist nun sicherlich Deutschland oder weltweit auch bekannt. Und wie ist diesbezüglich die Wahrnehmung als Künstler oder als künstlerischer Fotograf? Gibt es da... Ja, also ich würde sagen, dass also die Popularität als sogenannter Auftragsfotograf für dich als Künstler natürlich hinderlich ist. Weil in Deutschland trennt man halt gerne Kreativität von Kreativität. Aber wenn ich daran denke, dass mit den Honoraren der sogenannten Auftragsfotografie, die ich als Fotograf ja stark beeinflussen konnte, unter anderem so ein Projekt wie das Apokalyptische Menü gemacht habe, das hat uns an die 200.000 Mark gekostet, musst du dir mal vorstellen, 1990, da bin ich sehr zufrieden. Das heißt, gibt es auch einen Schnitt, den du in deinem Leben gemacht hast, wo du gesagt hast, ich möchte nicht mehr auftragsgebunden arbeiten? Ja. Den gibt es. Und zwar, das ist 2006, da haben Helga und ich beschlossen, einen Schnitt zu machen. Und wir sind Auftraggeber und Macher in einer Person zugleich geworden, wie man so schön sagt. Und ich finde, dass die sogenannten frei konzipierten künstlerischen Werkserien in unserem Schaffen wichtig geworden sind. Und Sebastian Lux, den du ja kennst, der Kurator und Leiter der Stiftung FC Grundlach, der auch mich berät und bei Ausstellungen auch Stellung bezieht zu meinen Arbeiten, er meint, dass sich bei uns im Rückblick zeigt, dass unsere Werkserien ein zentrales Thema aus unterschiedlichen Blickwinkeln umkreisen. Und er sagt dazu, das finde ich sehr schön, bei uns stünden die Kraft der Natur und die Schönheit archaischer Dinge im Fokus. Und wir stellen seit 2005 mit Vorliebe unsere Arbeiten im öffentlichen Raum aus, in Museen und öffentlichen Ausstellungsgeschichten und so, und selten in Fotogalerien. Keine Galerien? Wenig, ja. Es gibt doch sicherlich auch mal die eine oder andere Anekdote, die vielleicht auch zeigt, wie spannend Fotografie sein kann, und hast da vielleicht eine kleine Geschichte für uns? Ja, da gibt es eine Geschichte, die ist ganz witzig. Für doppelseitige internationale Job-Anzeigen, da hat Herb Ritz und ich jeweils eine Seite fotografiert. Und in diesem Fall hatte Herb Ritz ein Liebespaar, ein Loving Couple, und ich das Produkt, ein Parfumflakon, fotografiert. Und der Designer war Peter Schmidt, und der hatte keine Vorgaben. Der sagte, hier ist der Flakon, mach du und wie du willst. Und es gab auch keine Absprache zwischen Herb Ritz und mir. Wir haben nie zusammen telefoniert oder uns auch nicht persönlich getroffen. Wir kennen uns persönlich auch. Wir kennen uns nicht, nein, oder kannten uns nicht. Herb Ritz lebt leider nicht mehr. Ja. Das Produkt war übrigens dieses sehr intensive Nudité. Oh ja, ich erinnere mich. Und es wurde von mir sozusagen in einer, ja, man kann sagen, von einer Nachtbrise leicht gekräuselten See stehend dargestellt, in magisches, purpurnes Licht getaucht. Und Herr Britz hatte sein Paar übrigens auch im bewegten Wasser liegend fotografiert, ebenfalls in einer purpurnen Stiftung. Und als beide Fotografien dann zu Peter Schmidt kamen und man hat sie zusammen gesehen, da haben sie sich fabelhaft ergänzt. Und Peter Schmidt war also völlig aufgelöst, und er sagte, er vermute Telepathie. Und jetzt müssen wir was essen, nicht? Oder? Oh. Aha. Hallo. Nach so vielen Jahrzehnten immer wieder neue Projekte, wie ich höre, ziemlich einmalig? Nö, eigentlich nicht. Weil wir sind immer noch wie ein
kleine Ätna am Kochen. Also Helga und ich, wir spielen uns ständig Bälle zu und wir diskutieren im Augenblick drei neue Projekte. Mhm. Wir sprechen natürlich über Location, Abläufe, Kosten und all den ganzen Krempel. Und wenn wir allerdings mal nicht arbeiten, dann wundern wir uns, wie lange wir schon dabei sind. Und dann fühlen wir uns manchmal wie so eine alte Rockband. Aber das heißt, bei euch brennt immer noch die Faszination für die Fotografie. Es brennt immer noch. Und ich muss sagen, dass wir aber sehr dankbar sind, noch immer interessante Menschen unterschiedlichster Herkunft und mit verschiedensten Fähigkeiten in ihrem ganz eigenen Umfeld treffen zu können. Ich finde, das ist ein einmaliges Geschenk für Fotografen. So, eine Frage, ich hoffe, das ist nicht unhöflich, aber vielleicht ist die an dieser Stelle erlaubt. Was wird mit deinem fotografischen Werk passieren oder mit deinem Erbe? Ja, also wir haben das Licht an FC Gundlach, der uns dazu geraten hat und wir sind ihm gerne gefolgt, dem Rat. Wir haben testamentarisch festgelegt, dass unser gesamter fotografischer Nachlass in der Deutschen Fotothek in Dresden verwahrt wird. Und wir haben bereits ein großes Konvolut übergeben und es folgen jetzt schrittweise immer Teile, die wir dann im Archiv jetzt im Augenblick auch wieder bearbeiten, folgen nach und nach. Und ich kann eigentlich zu dieser Fotothek nur sagen, dass es wirklich angenehm ist zu wissen, dass auch in Zukunft durch unsere Fotografien ein Fenster in die Vergangenheit geöffnet bleibt. Habt ihr ein wenig selektiert oder habt ihr es denen überlassen, was wichtig ist oder sein könnte? Ja, wir haben das erste Konvolut war eine Selektion unserer Art, also ganz subjektive Sammlung von Fotografien, die auch im Netz zu sehen sind. Insgesamt wird es so sein, dass später unser gesamtes Werk dort sein wird und sie werden das neu unter Umständen aufrollen, natürlich so wie sie es der Zeit entsprechend darstellen wollen. Mensch, Christian, ich freue mich, dass wir das heute hier so hinbekommen haben. Ja. Wir könnten uns jetzt küssen. Thomas, wenn ich da jetzt dran rücke, ist es dann gerade oder fällt es runter? Ich glaube, dann fällt es runter. Okay, du hast lieber die Gerade.